sag Ihnen doch, ich habe keine Ahnung. Ich habe Zeit, Herr... Kirchhoff. Herr Kirchhoff. Viel, viel Zeit. Ich bin Beamter, müssen Sie wissen. Ich kriege mein Geld, ob ich arbeite oder nicht. Aber Sie... Ah. Ich möchte nicht wissen, was das Ihre Firma kostet. Pro Minute. Bon. Der Herr Hauptkommissar ist nicht da, Herr Direktor. Die Herren sind alle auf der Baustelle. So. Dann versuchen Sie, die Herren telefonisch zu erreichen. Die Ermittlungen müssen beschleunigt werden. Gerade hat der Herr Bausenator angerufen. Strobel legt den gesamten Betrieb nun schon seit Stunden lahm. Macht der Mann sich keine Vorstellung, was das eigentlich kostet? Dann soll ich ihm ausrichten, dass die Spurensicherung auf Ihre Anordnung hin vorzeitig abgebrochen werden soll. Das habe ich nicht gesagt. Ach nein. Ich habe lediglich angedeutet, dass der Herr Bausenator eine Beschleunigung der Ermittlungen aus Kostengründen begrüßen würde. Also drehen Sie mir nicht das Wort im Mund herum. Nicht, dass es hinterher heißt, ich hätte irgendwen begünstigt, im Amt begünstigt. Das könnte man ja vermuten. Na, wo jeder weiß, dass das Büro vom Architekten Pfister Ihren Bungalow gebaut hat. So lächerlich. Ich kenne den Mann ja kaum. Was soll ich Herrn Strobel nun sagen? Nichts. Vergessen Sie es. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wissen Sie von dem Opfer? Er hat doch seit letzten Ersten gar nicht mehr hier gearbeitet. Ich weiß nicht, was er hier zu suchen hatte mitten in der Nacht. Herr Wimmer hat gekündigt. Entschuldigung. Herr Wimmer hat gekündigt? Nee, der Pfister hat dafür gesorgt, dass er gefeuert wurde. Ah, nee, der Herr Architekt. Und der Grund für die Kündigung? Entschuldigung. Und der Grund für die Kündigung? Offiziell oder inoffiziell? Zweifelsfall beides. Offiziell Alkohol, inoffiziell... Ja? Na, Paul Wimmer soll ein Verhältnis mit Pfisters Frau gehabt haben. Ach, nee. Ja, das ist ein Gerücht, aber zuzutrauen wäre ihm das, dem Windhund. Ich mochte ihn nicht. Gesoffen hat er auch heimlich. Da oben in seiner Krankabine war er ja weit vom Schuss. Aber das da, nee, so einen Tod hat er nicht verdient. Holger! Lass dich mal ansehen. Entsetzliche Klamotten. Und passend tun sie auch noch nicht. Kannst du das nicht enger machen? Hast du Urlaub? Nö, wir sind abkommandiert worden für die Demo morgen. Komm, ich habe noch zwei Schneckennudeln übrig. Strobel und Pohl mussten das Frühstück heute ausfallen lassen. Du willst nur, dass ich meinen Bauch anfresse, damit du es nicht enger machen musst. Mein Sohn, immer ein nettes Wort übrig für seine Mutter. Ja? Bin ich hier richtig, Kommissar Strobel? Ja, theoretisch schon. Aber der Herr Hauptkommissar ist im Augenblick unterwegs. Um was handelt es sich denn? Ich möchte eine Anzeige machen. Ich bin Frau Pfister. Die Frau von dem Architekten Pfister? Ja. Und ich muss darauf bestehen, dass mein Besuch hier absolut vertraulich... Selbstverständlich, Frau Pfister. Holger, bitte. Bis heute Abend bei Oma. Tschüss. Tschüss. Mein Sohn, aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Frau Pfister. Dankeschön. So? Mein Mann, er hat Paul Wimmer umgebracht. Dieter ist manisch eifersüchtig und hat mehr als einmal gedroht, ihn umzubringen. War seine Eifersucht berechtigt? Natürlich. Ich sitze doch nicht mein Leben lang zu Hause rum und warte, bis es dem Herrn Architekten einfällt, mal vorbeizuschauen. Er hat seine Karriere und was habe ich? Eine goldene Scheckkarte und 4 Kilo zu viel auf den Hüften von der Frustfresserei. Ich habe Paul im Fitnessclub kennengelernt und wir haben zusammen gezockt. 2 bis 3 Mal die Woche. Gejoggt. Ich verstehe. Dieter ist mir nachgefahren, vorgestern, bis auf den Rasen von der Alsteranlage und hat eine Szene gemacht. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte Paul überfahren. Wenn Paul nicht ins Wasser gesprungen wäre, dann wäre er vielleicht schon vorgestern. Da findet man endlich einen Menschen, der einen liebt und versteht und dann... Wissen Sie, wir wollten weg. Zusammen. Mein Mann hat ja so lange intrigiert, bis Paul seinen Job los war.
Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass Sie Ihren Mann damit schwerstens belasten. Er war es. Und ich will, dass er dafür bezahlt. Ja, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Aber ich muss Sie gleich darauf hinweisen, dass ich Ihnen maximal 3 Minuten geben kann. Ich habe noch einen Termin im Senat. Wenn Sie es schaffen, in 3 Minuten ein glaubwürdiges Alibi zu basteln, bitte. Alibi? Zwischen 22 und 24 Uhr, gestern Nacht. Ich habe mich wohl verhört. Nein, Sie werden verhört. Entschuldigung, aber das war gut. Müssen Sie zugeben, Chef. Frau Schulz, wo zum Teufel sind die Kostenvoranschläge für die Hermannstraße? Ich war gestern Abend mit meiner Frau im Konzert bis 22 Uhr. Anschließend haben wir noch eine Kleinigkeit im Theatercafé gegessen und waren gegen 23.30 Uhr zu Hause. Sie haben selbstverständlich Zeugen, die Sie und Ihre Gattin gesehen haben. Was weiß ich. Aber ist das nicht Ihr Job, das rauszufinden? Ich habe die Mappe gefunden, Frau Scholz. Sie können aufhören zu weinen. Das Personal furchtbar. Alles muss man heute alleine machen. Wem sagen Sie das, Polen? Ich wollte nur mal checken, wie sowas geht. Gar nicht so einfach, Chef. Ich würde sagen, der Mörder muss Kranführer gewesen sein. Das Opfer war Kranführer, Paul. Sie verwechseln das. So, und jetzt muss ich Sie bitten, mich zu entschuldigen. Wo der Ausgang ist, wissen Sie ja. Was hatten Sie gegen Paul Wimmer? Nichts. Warum sollte ich? Warum haben Sie ihn dann gefeuert? Ist doch wahr. Warum haben Sie ihn dann gefeuert? Weil er seine Kollegen gefährdet hat. Alkohol. Und das in 75 Meter Höhe mit tonnenschweren Lasten am Seil. Und jetzt bitte... Frau Scholz, begleiten Sie die beiden Herren hinaus. Tja, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Aber irgendeiner Ihrer Kollegen hat den Betrieb der Baustelle stundenlang blockiert. Das war ich, Herr Fissler. Und in Anbetracht Ihrer freundlichen Kooperationsbereitschaft überlege ich mir, ob wir nicht was übersehen haben könnten. Zum Beispiel gewisse Reifenspuren, die uns zum Absperren des gesamten Geländes berechtigen würden. Und zwar länger als 3 Minuten. Guten Tag. Sein Alibi ist kein Schuss Pulver wert. Aber kein Wort zu Frau Möbius. Ist das klar? Sie können sich voll auf mich verlassen, Chef. Und wenn Sie fragen sollte, dann... Dann sage ich einfach, wir hätten Ihr Bullier von der Baustelle im Verdacht. Und während sie der falschen Spur nachläuft... Lösen wir ganz gemütlich den Fall. Genial, Pol, genau so. Da sehe ich nur ein Problem. Schubert, er kommt heute vom Kurs aus Wiesbaden zurück. Und? Chef, so wie Sie den Mann schikaniert haben, können Sie keine Loyalität erwarten. Schikaniert? Ich habe lediglich versucht, aus dem Mann einen vollwertig einsatzbereiten Mitarbeiter zu machen. Ja, eben. Und wenn? Wie ich Schubert kenne, hat er sich in Wiesbaden einen internationalen Virus eingehandelt. Geht gleich ins Bett. Oder in Quarantäne oder sowas. Wollen wir es hoffen. Eins steht fest. Wenn Frau Möbius mir wieder den Fall wegschnappt, gehe ich freiwillig in den vorgezogenen Ruhestand. Und Sie können sich mit ihr rumärgern. Da bin ich wieder. Herr Schubert. Frau Möbius. Darf ich vorstellen, Kommissar Schubert, Frau Fissler. Angenehm. Was für ein herrlicher Tag. Finden Sie nicht, Frau Fissler? Also das war's dann jetzt, ja? Vorläufig. Ich muss Sie allerdings bitten, sich zur Verfügung zu halten. Hauptkommissar Strubel wird sicher noch... Herr Schubert wird sicher noch Fragen haben. Ja, mein Süß. Herr Schubert, die sind schon gefüttert. Ach, Frau Möbius, Wiesbaden, was für eine Stadt. Und der Wein und das Essen und Kabelfernsehen auf dem Zimmer. Also ich fühle mich wie neugeboren. Mein Ich ist wie weggeblasen. Meine Bandscheiben, ein Gedicht. Und mein Immunsystem unschlagbar, obwohl der halbe Kurs genießt und geschnupft hat. Und ich mir doch normalerweise alles einfange, was da kreucht und fleucht. Nichts, sogar meine Blähungen. Herr Schubert, ja? Entschuldigung, aber... Was fällt an, Frau Möbius? Ich dürste sozusagen nach Taten. Irgendein Massenmörder vielleicht? Oder ein Raubüberfall mit Todesfolge? Damit kann ich leider nicht dienen. Nur das hier, ein Kranführer. Aber da arbeiten schon Pol und der Chef dran. Ach, er ist vom Kran geschubst worden? Nee, mit dem Auto. Er ist mit dem Auto den Kran hoch? Herr Schubert, bitte. Ja, ich hab zu tun. Wenn es Ihnen langweilig ist, dann räumen Sie den Saustall auf Ihrem Schreibtisch auf. Sie fahren seit Monaten nicht mehr in Ihrem Büro. Mach ich doch glatt, Frau Möbius. Chef! Schubert, wie geht's? Blendend, Chef. Wie soll ich das verstehen? Ich dachte, Sie wollten sich nur abmelden und ich habe vollstes Verständnis dafür. Wie meinen Sie? Ich meine, so ein Fortbildungskurs, elektronische Rasterfahndung
Das muss doch voll beanstrengend sein. Im Gegenteil. Vormittags nur 2 Stunden von 10 bis 12. Danach alles Buffet. Und um 3 Uhr noch ein Kino- oder Dia-Vortrag. Anschließend Freizeitprogramm. Also ich habe mich noch nie so gut erholt. Und das Allerschönste, ich habe im Casino über 3000 Mark gewonnen auf meine Zimmernummer 28. Mit einem Wort, die für mich blendend. Sind Sie sicher? Ihre Augen glänzen so komisch. Was ist das da? Was? Sieht aus wie ein Ausschlag. Ein Ekzem? Genau. Schuppige Rötung der Haut? Frau Möbius, was meinen Sie? Sieht doch übel aus, nicht? Vielleicht sogar dieser Killerbacillus. Streptokokken? Durchaus möglich. Treten Sie lieber ein paar Schritte zurück, Schubert. Ich habe keine Lust, mich anstecken zu lassen. Zumal, wenn man weiß, wozu diese putzigen Tierchen fähig sind. Haben Sie die Fotos gesehen, Frau Möbius? Verfault bei lebendigem Leib. Fühlt sich geschwollen an. Tut mir leid, Schubert, aber bei diesen Seminaren mit Kursteilnehmern aus aller Herren Länder, da muss man damit rechnen, dass man sich was Exotisches holen kann, wenn Sie mal in mein Büro kommen, Frau Möbius. Gute Besserung, Schubert. Also, ich kann nichts sehen. Soll ich doch gucken? Oh mein Gott. Was soll der Chef? All die Jahre hacken sie auf Schubert rum, weil er ständig blau macht. Und jetzt, wo er sich einmal kerngesund fühlt, reden sie ihm die galoppierende Schwindsucht ein. Das bisschen Rot auf seinen Wangen ist höchstens ein kleiner Sonnenbrand vom Hotelbalkon, wenn er das Seminar geschwänzt hat. Was ist das? Das frage ich mich auch. Auf den ersten Blick sieht es aus wie die Anzeige einer verbitterten Ehefrau, die sauer auf ihren Mann ist, weil er ihren Liebhaber umgebracht hat. Und auf den zweiten? Wenn überhaupt, dann ist so ein vielbeschäftigter Mann froh, wenn seine Frau ein Hobby hat. Hobby? Andere Zeiten, andere Sitten, Chef. Was ihm sicher gar nicht gepasst hat, war, dass die beiden schamlos in aller Öffentlichkeit zusammen gejoggt haben. Immerhin steht sein Ruf auf dem Spiel und in seiner exponierten Position wird man schnell zum Hans Wurst degradiert. Sehr scharf analysiert, Frau Möbius. Kompliment. Auch ich und der Kollege Pohl sind zu dem Schluss gekommen, dass Fischer als Täter nicht in Frage kommt. Außerdem hat er ein wasserdichtes Alibi. Aber der... Polier Kirchhoff. Genau. Der ist ja direkt unheimlich. Wie machen Sie das bloß, Frau Möbius? Immer eine Nasenlänge voraus. Ah ja, so wild ist es auch wieder nicht. Ich habe heute Morgen ein bisschen rumtelefoniert. Bisschen rumtelefoniert? Das ist gut. Wir erlauben uns die Hacken krumm und Frau Möbius telefoniert ein bisschen rum. Die vom Betrug haben diesen Polier von der Baustelle schon eine Weile im Verdacht, es mit der Einstellung illegaler Einwanderer nicht so genau zu nehmen. Vor allem, wenn er die Hälfte ihrer Bezüge selbst kassiert. Was Sie nicht sagen. Es wäre doch denkbar, dass unser Mordopfer hinter die schmierigen Geschäfte des Poliers gekommen ist und ihn erpresst hat. Durchaus denkbar. Die beiden verabreden sich auf der Baustelle. Kirchhoff weiß sicher, wie so ein Kran funktioniert. Und der Rest ist aktenkundig. Frau Möbius, was halten Sie davon, wenn Sie für Ihre Theorie, zur Abwechslung mal mit meinem Segen, die notwendigen Fakten ermitteln? Das muss natürlich unter uns bleiben. Ich komme sonst in Teufelsküche. Herr Strubel. Teamarbeit, Frau Möbius. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die politischen Hintergründe auf höchster gesellschaftlicher Ebene. Durchaus möglich, dass auch der Herr Bausenator in die Affäre verwickelt ist. Na, warum sagen Sie nichts? Ist das ein Angebot? Doch, ist es. Kommt nur etwas überraschend. Also lieber Herr Schubert, außer einem milden Sonnenbrand, deinem hässlichen Mitesser kann ich beim besten Willen nichts entdecken, was auf irgendeine Killerbakterie schließen lässt. Tut mir leid, aber Sie werden ausnahmsweise mal Dienst nach Vorschrift machen müssen. Gerne. Kommissar Strobel hat mich nur ganz nervös gemacht mit seinem Gerede. Strobel, na dann. Er hat Sie verarscht, Schubert. Kleiner Scherz unter Kollegen, würde ich sagen. Schauen Sie sich das an. Fischers Alibi ist geplatzt, Pohl. Wie war es in Wiesbaden? Schubert hat sich eine böse Streptokokkeninfektion eingefangen. Nicht zu nahe, Schubert. Abstand halten, bitte. Was machen Sie überhaupt noch hier? Sie gehören ins Truppenkrankenhaus, in Quarantäne. Ich bin kerngesund. Das ist ein Sonnenbrand. Ha, ha, ha. Na, wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch Dr. Doch, Dr. Dochnal. Der wird den Befund bestätigen. Dr. Dochnal. Aber bitte, wie Sie meinen. Treiben Sie Fissler auf, Pohl, und schaffen Sie ihn hierher. Aber schnell, solange Frau Möbius unterwegs ist. Und Sie gehen mit zur Verstärkung. Lassen Sie Schubert keine Sekunde aus den Augen, Pohl.
Alles klar, Chef. Kommen Sie, Schubert. Wieso? Was ist das jetzt? Keine Sekunde, was soll... Nichts, Schubert, nichts. An die Arbeit. Auf. Kommen Sie. Ach ja, doch noch was, Schubert. Welches Lied soll der Polizeikorps bei Ihrer Beerdigung singen? Ich habe einen Kameraden oder wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Danke. Wissen Sie, wer der Polier ist? Ja, das ist der Mann mit den weißen Händen drüben. Was ist denn das für eine Schlamperei hier? Danke. Bitte. Herr Kirchhoff? Ja? Möbius, Kriminalpolizei. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel der Kran da. Ja, der da. Ich nehme an, die Herren von der Spurensicherung haben die Kabine schon wieder freigegeben. Ja, das wäre ja wohl noch schöner. Wir haben sowieso schon einen halben Tag verplempert. Ich werde den Betrieb bestimmt nicht weiter aufhalten. Ich will mir nur ein Bild machen. Was gibt's denn? Ich soll ihn fragen, wann wird Tom in den Wagen kommen. Wieso, ist er noch nicht da? Ja, ich rufe an. Sonst noch was? Ein Gastarbeiter. Ist mit seinen Papieren eigentlich alles in Ordnung? Was soll denn das heißen? Kommen Sie, Herr Kirchhoff, das ist doch allgemein Usus, oder? Wissen Sie, was Sie mich können? Soll ein einträgliches Geschäft sein. Wie viel Prozent kassieren Sie? Jetzt hören Sie mal gut zu. Wo waren Sie eigentlich gestern Nacht, ab 22 Uhr? Auf der goldenen Hochzeit. Und mit mir die ganze Verwandtschaft und der Pfarrer von St. Martin. Er war zwar um 10 schon so voll wie seine Kirche am Ostersonntag, aber er wird Ihnen gern bestätigen, dass ich den ganzen Abend da war. Und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Gut, ja. Das denke ich aber auch. Tschüss. Das wird Konsequenzen haben, das sage ich Ihnen. Ah, der Herr Fissler. Paul, übernehmen Sie das mal. Sie sind technisch doch so geschickt. Schön, dass Sie es möglich machen konnten, mal bei uns vorbeizukommen. Das wird Konsequenzen haben. Ja, sicher, aber vor allem für Sie, Herr Fissler. Besorgen Sie ein paar Schneckennudeln, Schubert. Und Sie bringen zwei Kaffee und dann übernehmen Sie das Protokoll. Auf. Ich kenne das Gefühl nur zu gut, Herr Fissler. Da steht man auf, morgens auf, alles ist wie immer. Man duscht, putzt sich die Zähne, rasiert sich und geht munter los. Und dann, peng, ein kleiner Mord. Und nichts ist mehr wie vorher. Muss ich mir den Quatsch eigentlich anhören? Verbinden Sie mich lieber mit Ihrem Chef. Wie heißt er noch gleich? Merian Cormoran? Sie meinen Dr. Heimeran? Genau. Wir sind nämlich gute alte Bekannte. Mein Büro hat sein Einfamilienhaus gebaut. Was Sie nicht sagen. Aber ich fürchte, vorher sollten wir Ihr Alibi klären. Meinen Sie nicht? Was gibt's denn da noch zu klären? Zum Beispiel, wie Ihre Frau auf die Idee kommt, dass Sie weder im Konzert noch im Theatercafé waren, sondern auf der Baustelle, wo Sie mit Ihrem Kran gespielt haben. Hä? So steht es im Protokoll. Und die Unterschrift darunter werden Sie unschwer als diejenige erkennen, mit der Ihre Gattin Ihre Schecks unterzeichnet. Das können Sie aufs Klo hängen. Die Frau hat sie nicht alle. Das ist eine Anzeige, Herr Fissler. Ihre eigene Frau beschuldigt Sie? Meine Frau, Herr Kommissar, ist eine tablettensüchtige Alkoholikerin. Seit 4 Jahren liegt sie 2-mal die Woche auf der Couch bei ihrem Analytiker und versucht mit ihm, ihre nymphomanen Depressionsschübe loszuwerden. Wahrscheinlich geht sie auch mit ihm ins Bett, wie mit allen. Ob Psychoanalytiker oder Kranführer, Paul Wimmer war nur einer von vielen. Ja, da hätte ich sie ja alle umbringen müssen, nicht? Nee, Herr Fissler. Das ist keine Espressomaschine, Chef. Sie können nicht einfach ein halbes Pfund Kaffee in den Meine Frau hasst mich, Herr Strobel. Sie glaubt, ich sei schuld an ihrem Unglück. Hm? Dabei habe ich nur versucht, das Schlimmste zu verhüten. Wie Sie sehen, nicht immer mit Erfolg. Nee, Herr Fissler. Bei aller Liebe. Ein Mensch ist auf brutalste Weise ermordet worden. Ja, aber nicht von mir. So, und jetzt gehe ich. Oder haben Sie einen Haftbefehl? Oh, das ist nur eine Formalität. Wie Sie meinen. Aber beklagen Sie sich nicht, wenn Sie demnächst wieder in Uniform alten Damen über die Straße helfen dürfen. Wenn meine Anwälte mit Ihnen fertig sind. Guten Tag. Sie lassen ihn laufen. Wozu habe ich dann überhaupt das hergeschafft? Geben Sie her.
waren nur noch Nusshörnchen da. Ja, von Ihnen habe ich auch nichts anderes erwartet. Pohl, besorgen Sie Schneckennudeln. Ihr Kollege Schubert ist damit leider völlig überfordert. Es sind keine mehr da. In ganz Deutschland? Wenn ich Schneckennudeln sage, dann meine ich Schneckennudeln und nicht Nusshörnchen. Ist ja gut, Chef. Aber vielleicht sind Sie ja in der Lage, die Observierung von Herrn Pfister zu übernehmen, ohne dass Sie ihn an der nächsten Ecke schon wieder aus den Augen verlieren. Aber Herr Pfister ist doch gerade... Machen Sie schon. Ich erwarte stündlich Bericht. Und Sie, was stehen Sie noch da? Wo ist der Obduktionsbericht? Was sind die Ergebnisse von der Spurensicherung? Ich habe nur zwei Hände und zwei Füße. Ja, das ist eben zu wenig. Und wenn Sie unbedingt Schneckennudeln haben wollen, dann... Sie, ja. Mein Gott, haben Sie mal wieder eine Laune. Nymphomanische Depression. Jetzt komm, Eugen. Ist alles absolut legal. Der Chef selber hat mich drum gebeten. Strobel? Dich? Das glaubst du doch selber nicht. Nicht schlecht. Sturmfreie Bude, würde ich sagen. Und 4-Kanal-Stereo. Darf ich auch mal? Nicht anfassen. Dein Mordopfer war wohl ein Stunner, wie? Ja, sieht so aus. Adelheid, komm mal! Wer ist da? Ach so, nein, nein, da bin ich schon richtig. Ich dachte nur, ich hätte mich verwählt. Adelheid! Und wann ging es? Also, ich habe gleich Mittagspause. Ach, das ist aber freundlich, danke. Wie? Müller. Agnes Müller. Bis später. Hast du schon mal ein Wasserbett ausprobiert? Toll, besonders zu zweit. Eugen, bitte beherrsch dich. Adelheid, ich habe frei heute Mittag. Kannst du nicht Strobel anrufen und ihm irgendwas vorweinen? Du hättest Zahnschmerzen oder Oma ist die Treppe runtergefallen? Oder mein verflossener Ehemann hat einen Sonnenstich. Ich kann dich einfach nicht vergessen, Adelheid. Komisch. Als wir noch verheiratet waren, hast du mich schon vergessen, bevor du aus der Haustür warst. Komm, wir müssen noch vorhin. Ja, Schubert, was gibt's? Wenn mich nicht alles täuscht, steigt da gerade die Frau Fissler mit zwei Koffern im Taxi. Und der Herr Fissler ist kurz davor auszurasten und seiner Frau auf offener Straße eine Abreibung zu verpassen. Korrigiere, jetzt hat sie ihm eine gescheuert. Ja, was soll ich jetzt machen, Chef? An ihm dranbleiben oder ihr nachfahren? Da muss ich dann alles selber entscheiden, Schubert. Natürlich fahren Sie ihr nach. Naja, Sie sind der Chef. Sie sagen es, Ende. Reicht es? Wo sind die Schlüssel zur Wohnung Wimmer? Das ist es ja. Der Wagen ist in der Werkstatt unten, aber die Schlüssel sind weg. Das gibt's doch nicht. Die Schlüssel sind im Zündschloss. Hab's doch selbst gesehen, auf der Baustelle. Die Baustelle. Frau Möbius war auf der Baustelle. Frau Möbius? Ja, wie denn das? Ich habe ihr den Polier als Köder hingeworfen. Sie hat auch prompt angebissen, aber... Kommen Sie. Und nehmen Sie den Hausdurchsuchungsbefehl für die Wohnung Fissler mit. Was willst du da? Danke, Eugen. Mach's gut. Frau Müller. Guten Tag. Frau Müller. Guten Tag. Von Ritter. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Frau Kowalski ist nicht da? Leider nein, Urlaub. Florida. Sonntag ist sie geflogen, aber ich bin sozusagen Frau Kowalskis rechte Hand und mit allem bestens vertraut. Ein Kaffee oder Likörchen? Danke. Ein Likör vielleicht. Ich trinke ja sonst nie so früh am Tag, aber... Ein bisschen Mut antrinken. Ich habe vollstes Verständnis. Ich kann Ihnen versichern, Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Danke. Wenn Sie wüssten, wer schon alles auf diesem Stuhl gesessen hat und heute glücklich verheiratet ist. Eine hübsche Bluse. Selbst genäht. Ja, meine Mutter. Wenn du noch eine Mutter hast, danke Gott. Und sei zufrieden. Ja, ja.
Auf die Dauer ist das aber kein Ersatz für einen Ehemann. Wie war, wie war? Wie sieht er denn nun aus? Der Mann ihrer Träume. Wie? Ach so, ja, wie soll ich sagen? Großkräftig, ein gutes, freundliches Gesicht. Haarfarbe? Silberfuchsartig und blaue Augen. Ein Beamter wäre nicht schlecht. Da weiß man, was man hat. Und die Rente ist auch nicht zu verachten. Wie alt darf er denn sein? Och, älter, das macht mir gar nichts. Zu klapprig darf er natürlich nicht sein. Tierkreiszeichen? Schütze, ich bin Wassermann. Ach, ich auch. Und kinderlos, ein Junggeselle oder geschieden? Wissen Sie was? Ich glaube, ich habe genau das Richtige für Sie. Wie? Ausgeschlossen? Doch. Die genaue Anschrift und Telefonnummer kann ich Ihnen natürlich erst geben, wenn die Formalitäten erfüllt sind. Anzahlung etc. Und die erste Kontaktaufnahme erfolgreich verlaufen sollte. Aber ein Foto habe ich da. Na, ist das ein Mann? Nicht zu fassen. Sollten wir nicht abwarten, bis wir mehr Beweise gegen Fissler haben? Deshalb sind wir ja hier, Paul. Was ist zum Beispiel das? Dreck? Baustellendreck. Los, nehmen Sie eine Probe, Paul. Wie üblich. Moment, Jochen. Mann, da sind sie wieder, diese beiden Idioten. Und der Strobel und sein Assi. Also du musst jetzt mal was unternehmen. Und so bist du mal ein Rechtsanwalt. Dann schließ dich mit dem Bausenator kurz, oder? Ich ruf dich zurück. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Nein, sie machen das schon sehr gut. Aber das hat mein Bekannter schon gesagt. Geh zu Olga Kowalski, hat er gesagt, da bist du 0, nichts unter der Haube. Und darf ich fragen, wer sie empfohlen hat? Paul Wimmer, Kranführer auf der Baustelle da drüben. Ach ja, der Herr Wimmer, ein alter Kunde. Allerdings habe ich den Verdacht, dass er sich zwar gerne vermitteln lässt, aber sich sehr ungern auf eine feste Bindung einlassen will. Woher kennen Sie ihn denn? Ich arbeite im Architekturbüro Fissler und betreue einige unserer Baustellen, rein buchhalterisch natürlich nur. Ich verstehe. Ja, dann bitte stellen Sie Frau Müller eine Quittung aus und nehmen Sie Ihre Personalien auf. Sie entschuldigen mich, ja? Wiedersehen. Was machen Sie an meinem Wagen? Paul, zeigen Sie es ihm. Ja, nicht das, den Durchsuchungsbefehl. Totschick haben Sie es hier. Ja, ja, da kann uns eins nicht mithalten. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ab sofort alles, was Sie sagen oder tun, von mir als Schikane oder Polizeiwillkür betrachtet und von meinen Anwälten vor Gericht gegen Sie verwendet werden wird. Das ist mein Text, Herr Fissler. Alles, was Sie sagen und was wir finden, kann gegen Sie verwendet werden. Zum Beispiel das da. Baustellenmatsch. Beweisstück Nummer 2 und 3. Mein Gott, ich bin jeden Tag mal irgendwann irgendwo auf irgendeiner Baustelle. Wo haben Sie eigentlich Kranfahren gelernt? Entschuldigung. Wo haben Sie eigentlich Kranfahren gelernt, Herr Fissler? Wissen Sie was? Sie können mir mal einen Puppel runterrutschen. Ja, guten Tag. Können Sie mich bitte mit der Buchhaltung verbinden? Frau Müller, Frau Agnes Müller. Ach, die gibt's nicht bei Ihnen? Nein, nicht Meier, Müller. Ah ja. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Ach, Simon an Olaf von Ritter, da ist die Liste schon etwas länger. Betrügerischer Bankrott mit der Firma seines Vaters Ritter Development. Eine Verurteilung wegen Heiratsschwindels. Wo ist Strobel? Unterwegs im Fall Baustellenmord, vermute ich. Dieser Wahnsinnige. Wissen Sie, was bei mir oben los ist? Seit heute Morgen steht das Telefon praktisch nicht mehr still. 2 Senatoren, 2 Anwälte, der Vorsitzende der Architektenkammer. Und jeder verlangt Strobels Kopf auf einem silbernen Tablett. Und ich hätte nicht übel Lust, ihn Ihnen zu geben. Das wird Dr. Heimermann aber gar nicht recht sein. Wissen Sie, was Ihr großer Fehler ist, Paul? Sie lassen sich von diesen feineren Herrschaften zu schnell ins Boxhorn jagen. Gucken Sie mich an. Ein Fels in der Brandung. Zittert meine Hand? Habe ich kalten Schweiß auf der Stirn? Flattert mein Puls? Nein, Herr Paul. Und wenn ich alle Baustellen im Umkreis von 100 Kilometern stilllegen muss, ich kriege diesen Fissler.
Und da kann unser kleiner Dr. Heimerer noch so lange mit Schaum vor Mund im Gelände rumrennen. Aha, unser Herr Strobel. Na, immer munter, immer unterwegs. Man tut, was man kann, nicht? Wollen Sie die gesamte Wirtschaft stilllegen, Mann? Und mich ganz nebenbei, nervlich und gesellschaftlich, aus meinem Fenster im 7. Stock in den Abgrund treiben, Sie? Sie sind vorläufig beurlaubt, Herr Hauptkommissar. Pohl, Sie übernehmen den Fall, berichten direkt an mich. Noch Fragen? Von mir aus nicht. So, jetzt rufen Sie Herrn Fessler an und entschuldigen sich. Pohl, kommen Sie. Bringen Sie die Unterlagen mit. Tut mir leid, Chef. Aber ich habe ja gesagt, das wird dem Dr. Heimeran gar nicht gefallen. Chef. Was ist denn nun mit meinen Recherchen? Der Polier hat ein wasserdichtes Alibi, goldene Hochzeit. Aber ich bin auf eine andere interessante Spur gestoßen, in der Wohnung unseres Mordopfers. Er hat an dem Abend noch mit jemand telefoniert. Sie waren also doch in der Wohnung. Ja, seine Schlüssel waren noch im Wagen auf der Baustelle. Und ich dachte, wer weiß. Ich bin nicht mehr zuständig, Frau Möbius. Wenden Sie sich an Kommissar Pohl. Herr Sturm. Mordkommission Apparat Strobel Möbius? Ist der Chef da? Nein. Dann richten Sie ihm aus, Frau Fissler ist mit Sack und Pack in die Wohnung ihres ehemaligen, das heißt ermordeten Geliebten gezogen. Und es sieht ganz aus, als würde sie da bleiben. Was macht sie da? Was weiß ich denn nicht? Ich bin kein Hellseher. Jedenfalls mache ich jetzt Feierabend, wenn Sie das dem Chef bitte. Moment. Jetzt kommt sie aus dem Haus. Ich melde mich wieder. Ende. Wenn ich es sage. Ehevermittlung Harmonie. O. Kowalski. Na und? Adelheid ist eine Frau in den besten Jahren. Und auch wenn das ihr Vorstellungsvermögen übersteigt, Herr Möbius. Aber es gibt Männer, die eine Frau wie Adelheid auf Händen tragen würden. Aber nicht auch noch so eine Schwiegermutter. Und sag nicht immer Herr Möbius zu mir. Ich bin immerhin der Vater deines Enkels. Adelheid! Guck mal, wer da ist. Holger. Na, Abend, Holger. Sag mal, Adelheid, stimmt das, dass du wieder heiraten willst? Wie? Herr Möbius sieht seine Fälle davonschwimmen. Sag die Wahrheit, Adelheid. Ich weiß, wo du warst heute. In der Mittagspause. Über eine halbe Stunde. Na und? Harmonie. Also ehrlich, Mutter, dass du sowas nötig hast. Darf ich daran erinnern, dass ich meinen zweiten Mann auch durch ein Inserat im Strickmodenheft kennengelernt habe? Nicht Adelheid? Ich muss noch mal weg, Mutti. Stell mir das Essen warm. Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Wie kannst du mir sowas antun? Wo du genau weißt, dass ich dich immer noch liebe und verehre. Reiß es sich mal ein bisschen zusammen. Du bist still. Dir verdanke ich doch, dass meine Ehe kaputt gegangen ist. Ach, na, das ist ja... Jawohl, mit deiner ewigen Stichelei. Und wenn man einmal Fußball gucken wollte, da hast du nichts als Terror gemacht. Die Hölle auf Erden war das. Also komm, Eugen, so ganz unschuldig warst du auch nicht. Und wer hat mich verpfiffen bei deiner Mutter? Wer? Das war meine Pflicht als Mutter. Sie haben meine Tochter auf das Schändlichste betrogen, noch dazu. Mit einer kaum 25-jährigen Laborantin. Überhaupt muss ich mir sowas gefallen lassen in meiner eigenen Küche? Adelheid! Adelheid? Ehevermittlung Harmonie hier, Ritter. Um 22 Uhr heute im Rendezvous. Die Frau Ihres Lebens wird Sie erwarten. Bitte seien Sie pünktlich und bringen Sie eine langstielige Rose mit. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, bitte rufen Sie mich umgehend zurück.
ich dachte, das ist mein Mann. Tut mir auch leid, Sie zu stören, aber bei Kowalski meldet sich niemand. Darf ich mich vorstellen, Ada Kowalski. Ach ja, guten Abend, Jedeke. Ich fliege morgen nach Prag weiter und hatte gehofft, meine Cousine kurz sehen zu können, aber es meldet sich keiner am Telefon. Ehrlich gesagt, ich mache mir auch schon Sorgen. Ach. Na ja, sie wollte doch Sonntag nach Florida und sie wollte mir noch den Schlüssel rüberbringen, damit ich mich um die Katze und die Blumen kümmern kann. Aber als ich dann am Montag diesen Herrn von Ritter gefragt habe, da meinte der ja nur, das hätte sie vergessen. Also Olga Kowalski nicht und ihre Katze vergessen. Sowas gibt das doch gar nicht. Haben Sie den Schlüssel? Uschi, na was steckt denn nun bloß wieder? Uschi, gestern, wie ich die Blumen im Schlafzimmer gieße, da fällt mir auf, dass ihr Bett gar nicht gemacht ist. Ich denke, wer fährt denn nach Florida und macht sein Bett nicht vorher? Und der im Schrank, das Kleid, das sie sich extra gekauft hat, wissen Sie, so ein trägerloses, damit man keine Streifen kriegt von der Sonne, ne? Also, da stimmt was nicht, habe ich zu meinem Mann gesagt, aber der, naja, sie kennen ja Männer, ne? Der meint bloß, steck deine Nase nicht immer in anderer Leute Sachen rein. Aber ich habe ihm trotzdem keine Ruhe gegeben. Ich habe im Reisebüro angerufen. Und stellen Sie sich mal vor, da ist überhaupt keine Olga Kowalski mitgeflogen. Sind Sie sicher? Kowalski. Kann ich Ihnen behilflich sein, Herr Wachtmeister? Da parkt nur einer in der Einfahrt. Porsche. Da bin ich leider überfragt. Trotzdem, danke. Dabei wollte sie gar nicht nach Florida. Das hat dieser windige Kerl ihr eingeredet. Bloß damit er sie los ist und er mit ihren Kunden losziehen kann. Also sowas von einem Schönling. Aber Olga, naja, die ist ihm ja direkt hörig. Naja, sie ist ja auch 10 Jahre älter als er. Unverschämt gut aussehen, sag ich Ihnen. Danke, Frau Jennecke, aber ich muss jetzt... Der ist bloß hinter ihrem Geld her und ihrer Firma. Ich werde mit Olga reden, sobald sie zurück ist. Wiedersehen. Tschüss. Moment, ich mach das Licht wieder an. Nein, sowas. Der Herr von Ritter. Frau Müller, so ein Zufall. Ja, nicht wahr? Ich, meine Schneiderin, sie wohnt im 4. Stock. Ach ja. Ich habe etwas zugenommen, muss Sachen ändern lassen. Die vielen Schnecken nun im Büro. In der Buchhaltung. Schon zu spät. Ich muss mich ja noch hübsch machen für heute Abend. Drücken Sie mir die Daumen. Das Präsidium sagte man mir, dass Sie schon zu Hause seien. Fissler, Erika Fissler. Ich muss nachdenken, Eugen, und auf Frau Stern geht das am besten. Adelheid, das verstehe ich nicht. Brauchst du auch nicht. Tschüss. Ich möchte meine Anzeige zurückziehen, Herr Kommissar. Sehen Sie, Paul Wimmer und ich, wir... Naja, Sie haben ja sicher das Protokoll gelesen. Wir hatten was miteinander und da dachte ich, mein Mann hat ihn umgebracht. Das denke ich immer noch, gnädige Frau. Aber das stimmt nicht. Im Papierkorb gefunden. Und das da auch. Paul Wimmer muss jemanden erpresst haben, oder? Ich meine, wozu tut einer sowas? Und wozu sollte er meinen Mann erpressen, wenn überhaupt dann mich?
Gut möglich, Frau Fissler. Aber wie ich schon sagte, mir sind beide Hände gebunden. Von höchster Stelle. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch einen wichtigen Termin. Aber ich... Ich habe doch mehr als deutlich... Schubert, wissen Sie, wie man eine Fliege bindet? Ewald Strobel, wo bist du? Wo ist Adelheid? Ich habe meine Dienstpistole vergessen. Vater, bitte, Kommissar Pohl hat angerufen. Er hat Angst, dass Adelheid wieder mal einen Alleingang versucht. Sie war bei Kowalski in der Wohnung und dann habe ich sie an dieser Baustelle rausgelassen. Baustelle? Und dieser grausige Mord passiert ist, den Sie eben in den Nachrichten gebracht haben. Oh Gott, mit dem Auto, was die mit dem Kran hochgezogen haben. Und der arme Mensch... Kommt euch nicht zu hin! Hat die noch einfach fallen. Warst du nicht mehr im Kino? Hey, sieh da oben! Aufhören oder es kracht! Klettern Sie da runter! Oder ich hole Sie runter bis zum Rest im Magazin und werfen Sie die Stange weg! Ich zähle bis drei. Eins, zwei... Mein Junge. Bringt ihn ins Präsidium. Den Rest erledigt Strobel. Ich muss noch mal weg. Wo willst du denn jetzt noch hin? Zu einem Rendezvous. Rendezvous? Mit wem? So, der Herr, ein Swimmingpool. Macht 18 Mark. Mit sowas würde ich nie schwimmen. Nicht mit einem Taucheranzug. Eine Quittung bitte. Ich bin im Dienst. Guten Abend, Chef. Oder sollte ich lieber sagen, guten Abend, Herr Blaubart. Frau Möbius. Agnes Müller. Tut mir leid, wenn ich Ihren Vorstellungen nicht ganz entspreche, aber Sie haben auch ganz schön gemogelt. Ach, so, das ist doch... Das ist doch... Und darf ich fragen, wieso Sie dienstlich in meine Intimsphäre geraten sind? Sie haben den Fall gelöst, Chef. Von Ritter ist der Mörder. Paul Wimmer hat von seinem Kran aus mitgekriegt, wie er seine Chefin und Geliebte im Büro erwürgt oder sonst wie ins Jenseits befördert hat. Hat er das? Ja, im Augenblick ist das nur eine Vermutung, aber er hat von Ritter erpresst. Mittels eines Briefes, den er aus Zeitungsbuchstaben zusammengeklebt hat. Jedenfalls ist keine Olga Kowalski mit irgendeiner Fluglinie nach Florida abgehoben, wie ihre Nachbarin festgestellt hat. Worauf wollen Sie hinaus, Frau Möbius? Ich wette, die Leiche von Olga Kowalski liegt irgendwo im Beton in der Baustelle. Der Chef von Frau Möbius.
Und deshalb holen Sie mich aus meiner Krisensitzung mit Dr. Heimer ran. Übernehmen Sie mal die Rechnung, meine Herren. Ich hatte zwei Harvey Wallbinger und dann erwarte ich Sie in 10 Minuten im Präsidium. Also, Ihnen ist einfach nicht beizukommen, Frau Möbius. Da setzt es Sie auf eine falsche Spur und am Ende ist es die richtige. Und ich knüpfe mir die richtige vor und am Ende wird die strafversetzt nach Gran Canaria. Wie machen Sie das bloß, Frau Möbius? Ich habe Ihnen eben eins voraus, Chef. Und was ist das? Ich bin eine Frau.